früh über diese Idee mit dem Delegieren oder dieses Pattern mit dem Delegieren gesprochen. Das war also unser Programm, in diesen App-Delegate hineinstecken. Das kann man hier übrigens auch sehen. Ja, hier das File, das heißt appdelegate.h, das Header-File dafür. Und da habe ich angefangen, die Sachen einzutragen, die ich brauche. Und ich muss hier mit diesem UI-Responder also dafür sorgen, dass ich, wenn was passiert, diese Nachricht zum Beispiel Go Previous und Go Next kriege. Und wie wir das mit Tasten auf dem User Interface verbinden, das müssen wir dann gleich hier noch machen, per Hand machen. Jetzt gehe ich mal hier noch eins weiter. Die Überschrift hier heißt App programmieren. Und das machen wir jetzt auch. Dazu benutzen wir etwas, das heißt Xcode. Das sehen Sie hier auch. Das läuft auf Macintoshern mit einem Intel-Prozessor. Es gab früher auch mal welche, die hatten einen anderen Prozessor, 68000er oder PowerPC, aber auf der Intel-Prozessor-Architektur, da läuft das. Das heißt Xcode. Das Xcode, da steckt einerseits ein Compiler drin. Der Compiler, der kann Intel-Code erzeugen. Der kann aber auch Code für den Prozessor in diesen iPads und wie die Dinge alle heißen, iPod Touch, iPhones erzeugen. Und weil die einen ARM-Prozessor haben, das ist diese englische Firma, die leistungsfähige Stromsparprozessoren baut, die ARMs, dafür kann er auch Code erzeugen. Der läuft aber nicht, dieses Xcode läuft aber nicht hier auf diesen Devices, das heißt, Sie können auf den Devices nicht für die Dinger selber programmieren. Das müssen Sie machen, indem Sie hier in dem Xcode auf einem Mac programmieren. Wir haben dazu drüben einen Pool, da stehen mittlerweile irgendwie so in der Größenordnung von 20 Mac Minis rum. Der Mac Mini ist die ökonomische Art, sich einen Mac zu kaufen. Ja, die anderen sind ein bisschen teurer und schließlich kann sich eine Uni nicht alles leisten. Die hier, und man muss auch, damit man fürs iOS programmieren kann, eine besondere Lizenz besorgen. Die ist aber, da gibt es auch eine für Hochschulen, die kostenlos ist. Das können Sie ja nicht in den App Store reinstellen. Die, mit der man in den App Store reinstellen kann, die kostet doch irgendwie Geld. Also da muss man, also nicht so richtig teuer, muss man irgendwie $100 im Jahr zahlen oder sowas. In diesem Xcode drin, da gibt es mehrere Komponenten, die wir brauchen. Natürlich den Compiler, über den wir gesprochen haben hier. Natürlich auch einen Debugger. Der Debugger, das ist einer, den gibt es schon länger, den gibt es auch für Nicht-Macs. Genauso wie den Compiler, der da drin steckt, der ist auch einer von der auch auf anderen Plattformen läuft. Aber hier im Xcode ist noch ein schönes User Interface dafür dazu programmiert. Des Weiteren gibt es, neben den Sachen, die man eigentlich zum Programmieren braucht, gibt es da noch ein Graphentool für den grafischen Entwurf der Benutzeroberfläche. Das Tool sehen Sie hier auch schon. Ja, das ist eine kleine App, die da entsteht, und Sie sehen, das zeigt hier irgendwie so ein bisschen den Balken da oben von iPhones und iPads und so weiter. Und hier auf der Fläche von dem Display, die wir hier so sehen, da kann man jetzt User Interface Elemente reinstecken. Zum Beispiel hier so ein Switch, den kann ich hier rechts aus dieser Auswahl nehmen und hier kann ich einen hinsetzen. Sie sehen, man kriegt dann so ein bisschen noch ein bisschen Hilfe, damit man das zentriert einbauen kann und so weiter. Hier kriegen wir da zeigt mir die linken Kanten, aber sagen wir mal, wir wollen den hier unten hinstellen, den Switch. Bis jetzt habe ich noch nichts Spannendes gemacht. Ich habe insbesondere noch nicht gesagt, was passieren soll, wenn ich eines von diesen Objekten da benutze. So, jetzt ist mir selektiert. Hier habe ich einen UI-Label, ne? Das UI-Label habe ich ja vorhin schon erwähnt, heute Morgen. Hier ist noch ein UI-Label und das ist hier ein Button.
Das sind vorgefertigte Objekte in diesen Labels, da kann man Text drin haben, anzeigen, einfache Texte. Button, der dient zum Draufklicken, wie ein Knopf an einem Gerät, und hier wieder ein Ausschalter an einem Gerät. Es gibt noch andere Dinge, hier einen Slider zum Beispiel, damit könnte man dann programmbasiert sowas da machen, um die Vergrößerung oder die Geschwindigkeit einzustellen und so weiter. Nehmen wir den mal wieder weg. Es gibt auch ein Textfeld, das kann man hier einsetzen und dann entsprechend vergrößern. Schieben. Da kann man sich Text eingeben lassen. Und wenn der Benutzer dann da reinklickt, dann kriegt man den Text. So. Hier sehen Sie rechts die Elemente, die es alles so gibt. Da haben wir hier auch noch ein Table View. Ja, so sieht das dann aus. Oder einen Image View, den man hier reinsetzen kann. Den können Sie dann später einen JPEG andrehen und das JPEG wird dann da angezeigt im User Interface. Sie können auch mehrere haben und dann zwischen den Bildern hin und her schalten, wenn man das will. Dann muss man dem da eine Nachricht schicken. Nimm mal dieses JPEG und zeig es an. Also in diesem grafischen Tool bastelt man sich ein User Interface zusammen. Das grafische Tool, das dient erstens dazu, um das zu zeichnen, das User Interface. Und zweitens noch, um die User-Interface-Elemente, die ich hier gemacht habe, zuzuordnen. Und das macht man dann, wenn man mit der rechten Maustaste oder hier, wie ich, wo ich keine rechte Maustaste habe, indem ich so eine Tastenkombination drücke und dann kann man hier sagen, welche Ereignisse von dem Button welchem Stück aus meinem Programm zugeordnet werden soll. Da kümmern wir uns auch noch drum. Aber jetzt noch nicht. So, als nächstes gibt es einen Simulator, so dass ich ohne so ein externes Gerät, das schon mal ohne sowas da, was hier an meinem Mac angeschlossen ist, schon mal ausprobieren kann. Schmeiß mir den Simulator gerade mal an. Ich sage hier oben laufen lassen. Jetzt versucht er das zu übersetzen, zu linken und so weiter. Jetzt geht es eigentlich auf das Gerät. Das wollte ich gerade nicht. Wir halten wieder an. Stopp. Okay, dann wählen wir uns hier aus. Wir wollen uns gerne auf dem iPhone-Simulator sehen. Und wenn ich das jetzt hier anstarte, dann macht er dasselbe wieder. Übersetzen, zusammenbasteln. Jetzt startet er den Simulator und jetzt sehen wir, das haben wir heute früh ja auch schon gesehen. Jetzt kann ich hier auch wieder Feierabend machen. So. Also das ist der Simulator. Und der Simulator, der ist insbesondere deshalb wichtig, weil der zusammenarbeitet mit dem Debugger. Man kann also irgendwelche Breakpoints setzen, gucken, ob die Nachrichten ankommen, die man erwartet, ob genau der Inhalt ankommt, den man da erwartet und Datenstrukturen inspizieren. Und wenn man da mit der Maus drauf rumfuhrwerkt und vielleicht mit zwei Tasten, mit drei Tasten und so weiter, dann kann man da auch das Multitouch von dem Touch-Interface, von diesen Geräten, die man auch mit mehreren Fingern bedienen kann, das kann man auch simulieren. Und die Devices, die Sie hier oben sehen zum Auswählen, hier, der kleine iPod, den ich hier habe, wir können es auch auf dem iPad-Simulator laufen lassen, mal gucken, was passiert. Es passiert das zu Erwartende, ich kriege den Bildschirm vom iPad zu sehen, simuliert mit dem kleinen von dem iPod Touch, weil ich das dafür entworfen habe. Ich kann auch hier irgendwie Vergrößerung einschalten, dass ich es ein bisschen besser sehen kann. Okay, geschenkt. Nein, nicht geschenkt, schon nützlich, aber das werden wir jetzt gerade nicht benutzen. So, also Simulator bzw. Verbindung mit so einem Device, der Interface Builder, um mein User Interface zu zeichnen, damit ich es nicht selber alles programmieren muss, ne? Da ein blaues Pixelchen und da ein rotes Pixelchen und der eigentliche Übersetzer und natürlich gibt es auch einen Editor da drin und wenn ich hier hinklicke, da können wir hier in dieser Datei herum editieren und wieder weg, natürlich das Übliche mit Kopieren und so weiter. Hier sehen Sie nochmal so die verschiedene Elemente des User-Interfaces
Und wenn wir ein neues Projekt machen wollen, eine neue App schreiben wollen, dann müssen wir hier links oben hier New sagen oder Open sagen. Hier gibt es New und dann, naja, kann ich hier ein neues Projekt machen. New Project. Danach kommen dann noch allerlei lustige Fragen. Das machen wir jetzt nicht. Ich habe da schon mal ein Projekt gemacht. Da kann man verschiedene Typen noch auswählen aus diesen Projektvorlagen. Und was der dann macht, er generiert gleich mal ein Stück Programm für mich, wenn ich New gesagt habe. In dem Programm, was er da generiert, da steckt ein Main drin, main.m, das habe ich heute früh auch schon mal kurz da gehabt. Das da ist fertig generiert, da brauche ich mich gar nicht drum zu kümmern, wenn ich nicht irgendwie was Besonderes machen möchte. Da könnte ich auch noch irgendwelche Sachen machen, mache ich aber nicht. Ich will eine Standard-App haben. Was dieses Main-Programm im Wesentlichen macht, es sagt diesem, der sagt dem Betriebssystem, okay, bitte eine User-Interface-Applikation starten, laufen lassen. Was der Xcode auch noch generiert, ist diesen App-Delegate. Da fehlt ein bisschen was. Diese zwei Zeilen sind dann da nicht drin. Mal hier IP-Outlet, diese Variablendefinition. Ne? Und das hier ist nicht drin. Das ist noch irgendwie dazugekommen und wie, da können wir dann noch drüber sprechen. Oder werden wir drüber sprechen. Außerdem hatte mir noch die passende Implementierung von diesem AppDelegate generiert. Auch das hier werde ich nur auffüllen. Und die Sachen, die ich aufgefüllt habe, über die wir gleich noch sprechen, das ist das hier oben, diese paar Zeilen und diese Zeile. Die habe ich da eingefügt, um die App zusammenzukriegen, die wir dann gleich anschauen. So. Hier sehen Sie noch das Interface auch nochmal auf der Folie. Es hat sich ein bisschen geändert, dieser Hammer-Button, Build and Debug, der ist jetzt einfach nur noch dieser Knopf hier oben und so weiter. Also das ist noch die Vorgängerversion vom Xcode. Soll ich vielleicht auch nochmal mit ein paar Screendumps auffrischen. Was wir hier links sehen, das ist teilweise generiert, aber teilweise packe ich da auch Sachen rein. Das sind erstens die Klassen. Hier der AppDelegate.h, das Interface-File und die Implementierung, das Main.m und hier noch ein paar Resources. Zum Beispiel diese XIB User Interface Design. Ich kann hier auch noch irgendwelche Bildchen reinstecken. Ich kann da JPEGs reinpacken. Texte, lauter solche Sachen kann ich da auch noch reinpacken. Ressourcen, die ich in meinem Programm, in meiner App dann benutzen möchte. Hier unten kann man noch allerlei weitere Sachen hier bei Frameworks reinpacken. Das sind die, die automatisch dabei sind. UI-Kit benutzen wir. Hier kann man auch noch mehr Frameworks reinpacken, wenn man sie denn braucht. Na gut, das ist das, was dann rauskommt. Ja. So, der Interface-Builder. Ich habe es schon teilweise gesagt, was da drin steckt. In diesem UI-Kit, da gibt es fertige Klassen. Zum Beispiel, na, die kann man hier auf der rechten Seite sehen. Objekte, die ich haben will. So ein Program, na, wir können auch von vorne durch, oben durchgehen. Label, da kann ich einen kleinen Text anzeigen. Hier in meinem Programm, was dann rauskommt, ändere ich diesen Text während dem Programm auch mal ein bisschen. Wichtig ist auch noch so ein Knopf. Naja, hier steht auch ein bisschen eine Erklärung dazu. Der Knopf, da kann ich auch hier einen Text reinpacken. Ich kann den auch anders nennen. Jetzt passt er vielleicht nicht ganz oder so. Wenn es länger wird, muss ich es ein bisschen ändern noch, ein bisschen größer zeichnen. Den kann man auch hier, wie Sie sehen, verkleinern und vergrößern. So, reicht er uns.
Dann können wir noch was, darüber will ich gar nicht sprechen. Dann gibt es hier was, wo man Text anzeigen kann, mehr Text, sodass der Benutzer auch durchscrollen kann, rauf und runter fahren kann, solche Sachen. Den Slider, zum Beispiel den senkrechten Slider, um in dem Text rauf und runter fahren zu können, wenn ich noch will. Den Switch, dann gibt es hier noch ein Progress View, den Activity Indicator, das ist dieses komische Ding, geht weg hier, was da so rotieren kann, was ich animieren kann, ne? Wenn ich gerade beim Laden bin oder sowas, um dem Benutzer die Wartezeit, das Warten zu visualisieren, dass der merkt, da tut sich noch was, im Gegensatz zu Programm ist abgestürzt. Ja, und dann geht es hier so weiter, was interessiert mich? Hier Table View, interessiert mich Image View, interessiert Text View, ist auch sowas, da kann ich den Text reinsetzen, da kann man dann schön rauf und runter scrollen. WebView, ich glaube, das haben Sie heute Morgen gefragt, zum Internet Explorer im Betriebssystem. WebView, das ist jetzt ein Kasten, den man hier einsetzen kann. Und in dem kann man HTML anzeigen lassen. Also in so einer WebView, da sage ich, hier hast du Text, das ist HTML, bitte rendern. Ja, das ist so eine, das kann auf diese Weise einen Webbrowser bauen. Dann brauche ich hier oben vielleicht noch so einen Eingabekasten. Wo hätten wir einen? Hier sowas da, so ein Textfeld. So, da lassen wir uns eine URL geben. Die URL, so da sagen wir, wir möchten die Datei, die zu der URL dazugehört. Das gehört zum NS-String dazu. Und was wir da zurückkriegen, das stecken wir in diese WebView hinein. Auf die Weise könnte man einfach einen Webbrowser basteln. Nehmen wir das mal wieder raus, was wir hier alles zu viel fabrizieren. Nachher erweitern wir die App noch ein bisschen. Und hier stehen noch so ein paar. Der Searchbar ist auch noch was Lustiges. Kann man einen Text eintippen und dann kann man das den suchen lassen, den Text in einem größeren Text, den man hat, oder nehmen, um in der Datenbank nachzuschauen und so weiter. Diese Knöpfe hier, den kann man auch, deren Eigenschaften kann man auch verändern. Sie sehen hier, bei Title steht was drin. Und wenn ich hier noch ein bisschen was eintippe, dann so, sagen wir mal so, okay, jetzt haben wir das ein bisschen kleiner gemacht. Oder ich kann was dazu packen. Ich kann sagen, welcher Zeichensatz es werden soll. Ich könnte zum Beispiel einen anderen Zeichensatz nehmen. Party, das hört sich doch gut an. Oh, das ist ein bisschen klein. Vielleicht noch ein bisschen größer. So. Ich kann da also Attribute verändern und hier noch irgendwie Graustufen und so weiter ändern. Schön. Naja, lassen wir mal den Text so, wie er ist. Ist egal. Also Attribute von diesen Objekten ändern, in welchem Text sie angezeigt werden sollen und so weiter. Ich könnte natürlich auch hier an diesem Textfeld hier, an diesem UI-Label herummachen und da habe ich hier irgendwo auch gesagt, welche Hintergrundfarbe ich, sehen Sie hier, Background Color hatte ich hier grün, aber da kann ich hier auch im Wheel orange oder gelb oder vielleicht was irgendwie seriös, naja, auch nicht seriös. Was haben wir denn hier brauchbar? Sowas da auswählen. So, jetzt haben wir da den Background in hellblau gewählt. Also, das User Interface kann ich, insbesondere wenn ich ein bisschen grafisches Talent habe und ein paar passende Bilder habe, auf diese Weise ganz angenehm generieren. Das macht der hier. Hier sehen Sie nur eine andere Ansicht da drauf von diesem Interface-Bilder. Naja, das unterste, Verbindung, das ist jetzt noch was Interessantes. Nehmen wir mal an, ich möchte in meinem Programm drin diesen OK-Button benutzen. Da muss ja irgendeiner, hier muss ich ja irgendwie spezifizieren, wohin denn, zu welcher Nachricht, zu welcher Message in meinem, von der Klasse,
das, das hinführt. Und zwar brauche ich eine Message für dieses App-Delegate. Und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Wenn ich hier mit der rechten Maustaste klicke, sehe ich, das sieht man hier natürlich nur etwas klein, Sie müssen von da hinten aus, die Herrschaften hatte ich nach vorne gebeten und die haben das auch gemacht, die haben jetzt hier die guten Plätze, ist nicht wie im Kino, weil wir hier Detail angucken wollen. Da sehen Sie also, in der GDI-App habe ich das mit dem Is-Okay verbunden. Mit der Methode Is-Okay. Und dann können wir uns hier mal die Methode angucken. Da steht die Is-Okay. Gibt als Typ IP-Action zurück. Hat hier so eine ID, Sender, also ein Parameter Sender und das ist ID. Und was mache ich hier drin? Hier schicke ich die Nachricht Z-Text zu diesem Text 2. Und ich sage, ich möchte da diesen Text setzen, ja immer noch okay. Und außerdem schicke ich die Nachricht Z-Text zu Text 1. Müssen wir uns noch angucken, was Text 1 ist. Da schreibe ich jetzt nächster Versuch rein. Hier unten, wenn mein Programm aufgerufen wird, mache ich auch sowas. Application did become active. Ja, sobald meine App aufgerufen worden ist, alles fertig initialisiert ist, sagt mir das iOS, so, wir laufen jetzt. Und dann setze ich hier den Text 1 auf leer und den Text 2 bitte auf OK drücken. Entschuldigung, falsch rum. Text 2 setze ich auf leer und Text 1 bitte auf OK drücken. Was sind das jetzt für welche? Nun, den Text 1 und den Text 2, die habe ich hier deklariert. UI-Label, das ist der Typ, den ich hier drüben hatte. Habe ich darüber gezogen gehabt, das schauen wir uns gleich auch nochmal an im Interface-Bilder. Ich deklariere die Variable IB-Outlet vom Typ IB, die Variable Text 1, das ist vom Typ UI-Label und das ist ein IB-Outlet, das ist ein Schlüsselwort, damit das Xcode weiß, das ist jetzt was mit dem Interface-Bilder IB, ne? Interface-Bilder verbunden werden muss. Und dieser IB-Outlet ist auch ein UI-Label, und zwar der Text 2. Jetzt schauen wir uns das hier an, im Interface-Builder vom Xcode. Dann machen wir hier wieder einen Rechtsklick und dann sehen wir, das ist ein Outlet, also was wo eine Ausgabe gemacht werden kann, und zwar nenne ich das in meinem Programm Text 2. Das ist mit dem Text 2 in meinem Programm verbunden. Das können wir hier, könnten wir das auch wegmachen. Und das wollen wir sogar mal wegmachen. So, jetzt ist es mit nichts verbunden. Ich möchte so ein New Outlet haben. Und wenn ich das jetzt hier ziehe, bekomme ich so einen blauen Draht, so eine blaue Verbindung. Die müsste ich jetzt irgendwie in mein Programm rüberziehen. Deshalb besorge ich mir hier noch mein Programm. So, das legen wir mal hier hin. Jetzt muss ich ein bisschen hier herumzerren. Moment, weil mein Bildschirm hier nicht gerade super groß ist. Wieder der Kontextklick, also rechte Maustaste. Dann gehe ich hier hin und nehme das und ziehe das hier rüber zu dem Text 2. Sie sehen, der Text 2 ist jetzt hier gehighlightet. Connect Outlet. Jetzt hat er das verbunden. Das, was ich gezeichnet habe, hat er jetzt also identifiziert mit dieser Variablen. Wenn ich aus meinem Programm diese Variable UI-Label, diesem UI-Label die Message Set-Text schicke, dann landet das auf dem User-Interface in dem blauen Bereich. Okay? Genauso, wenn ich das hier mache,
hier den Rechtsklick veranstalte, dann sehen Sie, das ist mit dem Text 1 verbunden. Da steht es, Text 1 von meiner GDI-App. Und der hier, der da, der ist verbunden, wenn ich draufdrücke und es loslasse, dann ist er mit der Interface Builder Action ist okay. Das ist diese da verbunden. Da hat also auch jemand mal, ich, sowas hier gemacht. So. Jetzt haben wir für alle diese Elemente hier, die wir hier gezeichnet haben, für die drei die nötigen Verbindungen gemacht. Die Verbindung aus meinem Programm in die UI-Labels und die Verbindung aus dem OK-Button in meine IB-Action, in diese Message, die ich da programmiert habe. Jetzt können wir uns wieder den hier anschauen. Was mache ich in der IB-Action? Ich setze den Text hier auf das, was da oben steht und das auf den da. Wenn ich aufgeweckt werde, mache ich das, damit wir auch was sehen können. In dem Interface von der AppDelegate, das Q ist hier ein bisschen zu viel, das müssen wir uns wegdenken, habe ich wohl irgendwann mal aus Versehen getippt. Ich weiß auch wann, wenn man fertig ist und man sagt Control Quit im Macintosh, naja, das ist hier an dieser Stelle, ne, wenn man Quit machen, verlassen will, tippe ich auch oft Ctrl Q und wenn ich die andere Taste nicht erwischt habe, landet da eben das Q dann im Text, da wo ich gerade bin. Also das müssen Sie sich wegdenken, das werde ich auch noch wegreparieren in der Datei im iBook. So, also Methoden für die Eingabeelemente stehen hier drin. Zum Beispiel dieses IB-Action, hier den Text 2 auf Ja ist okay setzen, also das Ja ist okay, diesen String als Parameter für diese Message set text an den Text schicken, ne? Objective-C, da der Methodenaufruf in eckigen Klammern. Das ist das Eigentliche, was ich da in dem Programm mache. Beim Application did become active mache ich das auch. Die Message, das hier, die Methode, Entschuldigung, die gibt es schon, die ist schon für mich programmiert, das überschreibe ich also, indem ich hier ein bisschen was ändere und hier mache ich eine neue Methode, die implementiere ich frisch dazu. Ausgaben, da habe ich Variablen, also das sind Properties von Interface-Builder-Elementen, die ich da setze. Die beiden Texte, das ist UI-Label. Ja, das war schon auf dieser Folie. Und jetzt den Debugger und Simulator, dann wollen wir uns das mal hier anschauen. Wir nehmen wieder den iPhone-Simulator und lassen laufen. Und wenn ich jetzt hier OK drücke, dann steht da unten dieser Text. Nichts Weltbewegendes, natürlich. Und wenn ich hier nochmal OK drücke, dann tut sich da irgendwie nichts mehr. Na klar, wir setzen immer denselben Text. Wir müssen also noch irgendwas machen, damit das nicht immer dasselbe ist. Und wenn ich hier rausgehe und das wieder anstarte, dann hat er immerhin das wieder geändert. Hier unten den leeren Text eingesetzt und bitte OK drücken. Da oben eingesetzt, das kommt von diesem hier, Application did become active. Ne? Von dem Stückchen Code, die Nachricht, die ich da verändert habe, diese Message, da steht das drin, dass das wieder in den Ausgangszustand kommt. Ich könnte natürlich auch jetzt, und das versuchen wir jetzt gerade mal, using font, das war wohl nicht so gut, der Zeichensatz, den ich hier benutzt habe, nehmen wir mal wieder einen Standardzeichensatz. Den Helvetica, dann kriege ich nicht diese blöde Warnung. So, und den Größe machen wir auch gleich noch ein bisschen kleiner. Sowas da. Dann. Jetzt sollte vielleicht auch nicht die Warnung kommen. Ja, anhalten.
Jetzt sieht es auch wieder halbwegs normal aus. Weg hier. So, jetzt möchte ich vielleicht noch einen weiteren Knopf machen. Ein Knopf oder, ja, machen wir mal einen Knopf. Den Knopf, den nenne ich jetzt nochmal. Sie sehen übrigens, den hat er jetzt ein bisschen breiter gemacht, an den Text angepasst. Jetzt muss ich diesen nochmal verbinden mit meiner Implementierung. Also wieder hier drücken, hier rüberziehen, Insert. Jetzt muss ich mir eine Message-Namen einfallen lassen. Nennen wir es mal Again. Und das ist ein UI-Button, was das hier ist. So, gut. Und ich sage Connect. Ah, nee, das will ich nicht so. Ich mache es nochmal rückgängig. Und zwar will ich Touch Inside verbinden. So. Und das soll Again heißen. Ups. Connect. So, jetzt hat er mir hier wieder so eine Methode generiert. Im Header-File. Gut. Ich möchte aber auch noch natürlich, dann holen wir uns das hier wieder zurück, hier das hier drin ändern. Und jetzt muss ich mir hier unten, wo steht sie denn? Hier ist die zweite IB-Action, sehen Sie die? Die hat er mir generiert hier. Die heißt Again. Also schön. Hier muss ich jetzt einfügen, was da gemacht werden soll. Da nehme ich einfach mal das hier, weil ich nicht so viel herumtippen will. Copy. Und das setzen wir hier noch ein. So, noch ein bisschen einrücken. Schadet nie. Ups. So. Ich habe den Knopf gemacht. Ich habe mit verbunden, ich habe was reingeschrieben, was getan werden soll, nämlich da wieder die Texte zurücksetzen, laufen lassen. Property implementation must have its declaration in interface.h. Ich dachte, das habe ich hier. Again, ID sender. Was? Wie bitte? Oh, habe ich. Okay. Der erste Versuch ist, den habe ich nicht ganz aufgeräumt. Huh? So. Touch-up in. Ah ja, das hier. Das wollen wir nicht. Weg damit. So. Danke, ja, wie bin ich da eigentlich da hingekommen? Ah ja, ich glaube, ich weiß wie. Also. Oh, wird immer schlimmer. Ah ja, das machen wir einfach weg. So. Und den machen wir auch weg. Jetzt versuchen wir es nochmal. Okay. Jetzt kann ich hier aufs OK drücken. So wie wir uns das denken, das hatten wir ja schon. Und wenn ich hier nochmal drücke, setzt er mir die Texte zurück, so wie wir das uns erhofft hatten. So, jetzt müssen wir noch was anderes machen.
Zum Beispiel würde ich jetzt gerne einen Switch benutzen. So. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir brauchen auch noch hier ein Label. Den nennen wir jetzt mal einfach Status. Dieses Label hier. Nee, das wollte ich. Kein Knopf. Pfui. Geh wieder weg. So ein Label. So ein hier. Das nennen wir, das war doch richtig, ne? Status. So. Die Verbindung muss ich gleich noch herstellen. Das ist ein Text. Und wir haben diesen Ein-Aus-Knopf. Den Ein-Aus-Knopf, für den mache ich jetzt schon mal so eine IB-Action. Also wieder ein bisschen auf die Seite räumen. Dann haben wir hier unsere Interface-Datei. Und wenn wir es hier, müssen wir ein bisschen runtergehen, wenn hier sich der Wert geändert hat, dann möchte ich hier drin was machen. Und zwar, ich nenne das jetzt mal Toggle, also umschalten. Und das soll sein UI Switch. Value changed, möchte ich die Nachricht bekommen. Ja, wenn also jemand da einen ausschaltet, dann möchte ich eine Nachricht kriegen in meinem Programm. Und da sage ich Connect. Dann generiert er mir das hier. Und ich hätte aber gerne hier IB, nee, wie heißt das Ding? Doch, IB Switch. So. Nee, es heißt nicht so IB Switch. Wie heißt das? UI Switch heißt das. So. Jetzt muss ich dann auch noch gleich die Header-Datei ändern. Da muss das Ganze natürlich auch drin stehen. Entschuldigung, die Implementation-Datei. Machen wir das mal. So, jetzt haben wir immerhin schon diese Message implementiert. Was soll die Message machen? Die soll mir den Text, den Zustand von dem Switch, ob ein oder aus, irgendwie im User Interface zeigen. Dazu habe ich ja da links den Text. Also müssen wir uns hier in der Header-Datei noch eine weitere Variable machen. Dann nehmen wir einfach das hier oben und nennen das hier zum Beispiel Status. Diesen Text, den wir da ändern können. Und hier drin, das müssen wir jetzt noch verbinden, gell? Also, Referencing Outlet. Das soll jetzt, ich muss vielleicht noch ein bisschen hier aufräumen, dass ich es ein bisschen besser sehe, weil mein Bildschirm zu klein ist. IB Outlet, der hier, New Referencing Outlet, das soll bitte das hier sein. So, jetzt müssen wir bloß noch eine Kleinigkeit programmieren, dann sind wir schon soweit. Und ich hoffe, ich mache beim Eintippen nicht allzu viele Fehler. Also, if sender.on, das ist eine boolsche Variable von diesem Switch, den wir da haben, von dem UI-Switch. Ne? Da steht drin, ob ich die eingeschaltet habe oder ausgeschaltet habe, den Switch. Also, falls der true ist, dann möchte ich gerne sowas da machen. Ich nehme es mal, kopiere es, trage hier ein, sage natürlich hier Status, den habe ich ja und das wollen wir auf On setzen.
Schreiben wir das mal so. Kopieren. Else. Und auf Off. Sichern. Mal gucken, ob es uns gelungen ist, das, oder mir gelungen ist, das richtig einzutippen. Laufen lassen. Also er übersetzt. Das ist sogar richtig gewesen. Mal gucken, ob er auch das macht, was ich mir denke. Dann stehe ich hier als Status. Off, on, off, on. Hurra, es geht so, wie wir uns das gedacht haben. Also, was mache ich in meinem Workflow? Ich suche mir hier drin, jetzt hier wieder auf Wiedersehen, okay. Ich suche mir hier drin ein User-Interface-Element, das ich gerne hätte. Und wenn ich ein passendes JPEG hätte, könnte ich jetzt da auch noch ein Bildchen einbauen oder sowas. Ein User-Interface-Element, das ich gerne hätte. Ich verbinde es mit dem Outlet, wenn ich da drin was anzeigen will. Ich verbinde es mit einer Action, Interface Builder Action, wenn ich eine Nachricht bekommen will. Und die Nachricht muss ich dann ausprogrammieren, wie ich das, hier wird mir schon was generiert, der Kopf der Nachricht, und hier muss ich es ausprogrammieren, was ich jetzt machen muss, und das habe ich da eben geschwind gemacht. So, jetzt war diese App, die wir da gemacht haben, noch nicht so besonders toll. Die MyTU zu programmieren oder ein gescheites Spielchen zu programmieren, macht noch ein bisschen mehr Arbeit. So fürchterlich viel kann es aber auch nicht sein, denn ihre Kommilitonen vor 2 Jahren haben angefangen, das MyTU zu programmieren, und vor einem Jahr hat einer auch so eine Art Tetris damit programmiert. Dass man mit 2 iPod Touches oder mit 2 iPhones oder mit 2 iPads gegeneinander spielen kann. Und zwar hat er das so programmiert, dass wenn einer eine Reihe von so Klötzchen vollkriegt, dass sie nach unten wegsackt, dass das dann das Tetris für den anderen schneller wird. Und irgendwann wird es dann auch unspielbar, und dann hat er noch so ein paar Joker und sowas eingebaut, dass man anderen noch irgendwie anders ärgern kann oder sich selber wieder befreien kann und so weiter. Also das hat er eigentlich ganz witzig zusammenprogrammiert. Hat er sehr schön gemacht. So, also jetzt haben wir den Debugger und Simulator gesehen. Hier habe ich nochmal ein weiteres Beispiel für eine etwas komplexere App, die ich auch mal gebastelt habe, weil ich Lust drauf hatte. Einen Scroll-View eingesetzt, einen Image-View insbesondere eingesetzt. Dieses Scroll-View war für Text, wenn man ein bisschen mehr anzeigen will. So 20, 30 Zeilen, wo man nicht alles gleich sehen kann. Image View, um ein Bildchen anzuzeigen. Und ich habe dann auch tatsächlich in das Image View noch was eingebaut, dass man das mit so einem Pinch größer und kleiner machen kann. Kann ich jetzt hier schlecht vorführen. Was ich aber noch machen kann, ist, ich kann, das ist diese App, die ich hier gebaut habe, nochmal, nicht hier vorführen, sondern ich wollte es hier drauf vorführen. Also wieder weg. So, hier auswählen, dass ich es gerne auf dem iPod laufen lassen möchte. So, jetzt bastelt das. Jetzt lädt es hier hin. Schaltet die hier ein. Das können Sie jetzt noch nicht sehen, aber wir versuchen das mal. Wir versuchen das so, dass ich jetzt hier irgendeine App einschalte mit einer Kamera. Gucken Sie mal her. Wenn ich das richtig mache, können Sie es sogar spiegelverkehrt lesen. Kann ich auch drücken, spiegelverkehrt. Ah, es hat sich was getan. Und hier unten den Slider, den kriege ich hier rüber und da auch wieder zurück. So, wundervoll. Also, man kann das dann mit seinem Gerät hier debuggen. Das Dumme ist bloß, wenn man das machen will, muss man sich noch bei Apple so Zertifikate besorgen, dass man anständiger Entwickler ist, und im Provisioning Profile heißt das, dass man dann mit seinem Gerät, was man da hat, auch entwickeln darf. Das erinnert ein wenig an Nordkorea, aber das ist nur leider so bei denen, wenn sie eine App programmiert haben und die läuft anständig im Simulator, können sie kommen zum Herrn Gommlich zum Beispiel, und der installiert es ihnen dann auch mal auf so einem Gerät, damit sie es ausprobieren können.
Da freuen wir uns sogar, wenn sie das machen. So, jetzt haben wir in der Dreiviertelstunde im Schnelldurchgang eine App zusammengebastelt. Ich würde mich sehr freuen, und wir würden uns freuen, der Herr Gommlich und ich, wir würden uns freuen, oder auch der Herr Heine, wenn Sie auf den Mac Minis da im Pool in den nächsten Wochen, wird ja nach den Übungen mal gemacht, wenn Sie auch eine kleine App basteln würden, die irgendwas Schönes tut. Der Implementierungstext, der wird wahrscheinlich ein bisschen länger als das, was ich hier hatte. Ich hatte ja eigentlich nur ganz einfache Sachen gemacht, aber wir können ja in der Vorlesung auch nicht allzu weit ausholen. Das wollen wir dann in den Übungen nochmal verstärken in ein paar Wochen, und danach wollen wir oder hoffen wir, dass Sie vielleicht auch eine schöne App basteln. Und ja, irgendwie ist die Hoffnung, dass in jedem Jahrgang eine schöne App rauskommt. Das wird uns schon freuen. So, jetzt habe ich ein ganz anderes Kapitel. In der Vorlesung hatte ich mir so vorgenommen, dass wir den ganzen Weg von Problem, das gelöst werden soll, bis hin zu den Transistoren gehen. Also, auf der einen Seite haben wir Hardware. Ne? Hier steht übrigens, was Hardware ist. Der Ausdruck ist von einem Mann namens Jeff Pieces. Hardware, das ist der Teil von einem Computer, den man treten kann. Puh, das Drecksding geht schon wieder nicht. Also von der Hardware, von der tretbaren Komponente des Gesamtsystems bis zum Problem, das wir lösen wollen. Das Problem, das wir lösen wollen, da haben wir schon ein Programm draus gemacht. Wir haben uns angeschaut, wie das Zeug dazwischen drin, zwischen Ihrem Programm und der Hardware aufgebaut ist. Natürlich nur die Struktur, wir haben es uns nicht allzu intensiv angucken können. Das intensiv angucken, das dauert eher ein ganzes Studium lang. Das werden Sie auch noch in anderen Vorlesungen intensiver angucken, zumindest Teile davon. Was wir hier jetzt machen wollen, ist, dass wir vom Transistor, also von dem Teil, das man anfassen kann, hochkommen bis zu dem, was der Compiler erzeugt, nämlich Maschinenbefehle. Wenn ich eben gesagt habe, der Cross-Compiler, der macht ARM-Maschinenbefehle, dann möchte ich Ihnen in diesem Kapitel eine Idee geben, wie solche Maschinenbefehle aussehen und wie man solche Maschinenbefehle auf einem Transistor mit vielen Transistoren, eine Aldi-Tüte voller Transistoren, wie man das auf so einer Menge Transistoren Befehle ausführen kann. Und das ist das Programm für dieses Kapitel. Da müssen wir ein bisschen was über Schaltfunktionen sprechen, da müssen wir was über Hardware-Strukturen sprechen, da müssen wir ein bisschen über Rechnen sprechen, wie man speichert, und ein wenig über Transport von Bits, Bytes, Worten zwischen den Komponenten, zwischen der Komponente, die rechnen kann, und zwischen der Komponente, die speichern kann. Zum Thema Hardware habe ich auch noch diesen schönen Spruch, den der Niklaus Wirth irgendwann mal zitiert hat in einem Vortrag. Der ist aber eigentlich vom Herrn Reiser, dieser Spruch: Software wird schneller langsam, als Hardware schneller wird. Das ist eigentlich ein Spruch, der mir gut gefällt. Einerseits ist das die Motivation für die Hardware-Leute, doch noch schnellere Computer zu bauen. Andererseits heißt das natürlich für Leute, die Software schreiben, dass sie sich gut überlegen sollen, was sie da programmieren, wie sie es programmieren. Und das ist auch der Grund für mich, hier in der Vorlesung über Hardware zu sprechen, damit Sie ein bisschen ein Gefühl kriegen, was in der Hardware stattfindet, sodass Sie Ihre Software mit etwas Rücksicht auf die Hardware schreiben und nicht allzu munter drauf losprogrammieren, sondern sich zwischendurch immer denken, was wird denn da jetzt eigentlich wirklich gemacht, da unten bei den Transistoren? Ist das vielleicht ein bisschen aufwendig, was ich da mache?
Also erstens ist das hier vom Transistor zum Programm. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Computer eben keine Magie sind, sondern dass man die mit Zeit und einem Lötkolben und Transistoren und ein paar Widerständen auch zusammenbauen kann. Etwas zusammenbauen kann, mit dem man dann zusammen mit einem Compiler und einem Editor wirklich dafür programmieren kann. Und zweitens möchte ich Ihnen ein Gefühl geben, was dauert und was nicht dauert. Es gibt dann auch eine Vorlesung Technische Informatik, in der ein Teil von Ihnen ich vielleicht wiedersehe. Und da werden wir dann noch intensiver über das Kapitel, wie macht man solche Maschinen schnell sprechen oder halbwegs schnell. Ja, das war der Überblick. Anfangen muss ich mit Transistoren und Gattern. Das betrachten wir als allererstes mal abstrakt. Wir wollen Schaltkreise haben. Die Schaltkreise, die haben Eingänge und die haben Ausgänge. Allgemein gesehen, hier oben haben wir N bis N Eingänge. Die Eingänge sind hier hingeschrieben V1, V2, V3 bis Vn. Und N bis M Ausgänge, F1, F2, Fm oder Fmax Ausgänge. Also unser Schaltkreis transformiert uns Eingabekombinationen. Jede von diesen Eingängen ist ein Bit, steht auf 0 oder auf 1. Dann habe ich hier also, hier unten stehen alle Eingänge auf 0, hier alle Eingänge auf 1 und hier innen drin und dazwischen. 2 hoch n Argumentkombinationen gibt es. Na klar, mit 16 Bit können wir 2 hoch 16 Zahlen darstellen, also haben wir 2 hoch 16 Kombinationen. Und hier haben wir die entsprechende Anzahl Ausgangskombinationen. Und wenn man jetzt hier alle mit allen kombiniert, dann gibt es 2 hoch 2 hoch n mögliche Funktionen, die wir hier basteln können. So, Ausgänge, Eingänge. Und naja, wir könnten zum Beispiel uns eine Funktion erträumen mit diesen Eingängen. Und wenn die Eingangskombination 0, 0 und dann lauter 1er ist, dann soll bitte hier 0, 0, 0, 0, 0 und nur hier hinten ein 1er herauskommen. Und mit dieser Eingangskombination soll 0, 0 und dann hier 1, 1, 1, 1, 1 oder sowas rauskommen. Vielleicht ist diese Schaltung aber auch so, dass sie hier so genau andersrum zählt oder sowas. Egal, wir postulieren jetzt mal Eingänge und Ausgänge. Und wenn wir dann später eine Addition bauen wollen, ich hüpfe jetzt mal nach vorne, hier, da erträumen wir uns auch sowas, was wir haben wollen. Mit diesen Eingängen wollen wir diese Ausgaben haben. Das werden wir uns danach schon noch anschauen. Boah, das ist aber durcheinander geraten. Ja, seit wann ist das so? Na gut. Hier unten habe ich mal die zweistelligen Schaltfunktionen aufgezeichnet. Die vielen, die wir uns vorstellen können, die paar, die wir uns vorstellen können. Wenn wir zwei Eingänge haben, dann haben wir 2 hoch 2 hoch 2 mögliche Funktionen. 2 hoch 2 hoch 2 ist 2 hoch 4, ist 16. Also 16 mögliche Funktionen. Dann schreiben wir mal hier hin. Der Eingang A ist auf 1, der Eingang B ist auf 1, A ist gleich 1, B ist gleich 0, A ist gleich 0, B ist gleich 1 und beide sind auf 0. Die Funktion F0, die gibt einen Nuller aus, der eine Ausgang, egal was hier oben am Eingang ist. Die F15 gibt 1er aus, egal was hier oben liegt. Die können wir ja auch mal postulieren. Das wäre, könnte ja irgendwie nützlich sein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Die hier zwischendrin, die sind schon ein bisschen interessanter. Da haben wir die F8, die nennen wir und. Wenn beide Eingänge 1 sind, kommt eine 1 raus. Und sonst, wenn beide 0 sind, kommt eine 0 raus. Wenn das B1 ist und das A0 ist, kommt eine 0 raus. So, und hier A1, B0, kommt auch eine 0 raus. Dann können wir uns auch noch das Oder erträumen. Das nennen wir F14. Beide auf 1, kommt eine 1 raus. Einer von beiden
entweder der A oder der B eine 1, dann kommt auch eine 1 raus. Nur wenn beide 0 sind, kommt eine 0 raus. Wir können auch noch ein paar andere machen, wie zum Beispiel das XOR. Da würden wir dann, wenn beide 1 sind, eine 0 rausbekommen. Wenn einer von beiden 1 ist, würden wir eine 1 rausbekommen. Wenn beide 0 sind, würden wir auch eine 0 rausbekommen. Das ist die, hier in diesem Schema wäre das die F6. Die Funktion F6. Also, für zweistellige Schaltfunktionen könnten wir uns zum Beispiel diese hier überlegen. Jetzt kommt die kaputte Folie. Schade. Die muss ich reparieren noch. Deshalb will ich nur kurz die, das hier auffüllen mit den wichtigsten. Die Negation, die man auch so malt, als in der logischen Formel, ne? Also sowas da, oder die man so malt, die macht man als Schaltfunktion, ein Eingang, ein Ausgang, dann malen wir hier so einen schwarzen Knopf hin. Wenn 0 reinkommt, kommt hier 1 raus, wenn 1 reinkommt, kommt 0 raus. Das wäre die Negation und da gibt es eine deutsche Norm, wie man diese Elemente malt. Das hier wäre das. So. Es gibt da noch zwei amerikanische Varianten, da IEEE und IEC. Das UND-Gatter, das malt man in Deutschland nach DIN. Nicht in Deutschland, sondern nach DIN. So. Das ODER-Gatter. So, das malt man so und nach IEC malt man das UND-Gatter so, das ODER-Gatter so und das XOR so. Ich glaube, in der deutschen Variante malt man das XOR so. So, dieses kleine X da hinein. Also diese Tabelle ist noch etwas unvollständig. Ich verspreche Besserung. Mit diesen Symbolen, wenn man die hat, da kann man Schaltpläne malen. Und wenn Sie schon mal irgendwo einen Schaltplan angeguckt haben, da haben Sie sowas gesehen. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man reinmalen kann. Transistoren werden natürlich anders gemalt und Widerstände und so weiter. Spulen. Aber bei logischen Schaltungen, wenn man so Schaltpläne macht, dann malt man eben sowas, beziehungsweise diese DIN-Symbole. Die kann man dann auch zusammensetzen. Jetzt nehme ich doch nochmal die Kreide zur Hand. Wenn das hier das UND ist, oder Englisch AND, dann ist das NAND, also das negierte UND, malt man dann so, diesen Negationsknopf hier hinten dran. Und eine NOR, nicht oder, auch so. Das oder nehmen und hier diesen schwarzen Bobbel hinmalen. Kann man übrigens auch an die Eingänge malen, so eine Negation. Dann hätten wir sowas hier. Hingemalt, das hier als in logischer Schreibweise, als boolsche Formel. Allgemein, ja? Ach so, ja, so. Malt nach. So, hier allgemein die Schaltfunktion, zwei Eingänge, hier wird die Funktion F, A, B erledigt, hier kommt F raus oder so kann man es auch zeichnen. Der Inverter oder Verstärker, das hier ist ein Inverter, hier diesmal nicht ausgefüllt der Kreis,
hier, das ist nur ein Verstärker, der nimmt also das Signal und macht es. Ja, das sind natürlich alle Spannungspegel. Idealerweise liegt dann da 0 und 5 Volt an dieser Stelle, aber wenn es aus den 0 und 5 Volt mal 1 Volt oder 4 Volt geworden ist, 4 Volt für High und 1 Volt für Low, dann macht der so ein Verstärker wieder die ja, fast 0 und fast 5 Volt da draus, sodass man dann wieder besser damit weiterrechnen kann in anderen Schaltfunktionen. Diese Schaltung, wir werden gleich noch darüber sprechen, die werden irgendwie aus Transistoren aufgebaut. Und irgendwann mal sind, na, früher, der erste Transistor, der war irgendwie so groß, ungefähr so, 1947, glaube ich. Der wurde dann mit der Zeit kleiner, nur noch so groß und so weiter. Irgendwann sind die Leute darauf gekommen, dass man viele von den Transistoren und auch Widerstände und sowas zusammenfassen kann auf ein Stück Silizium, integrierte Schaltkreise. Und hier habe ich so einen integrierten Schaltkreis, mal das Symbol davon gezeichnet. Das soll hier für einen Chip stehen. Hier unten haben wir Eingänge bzw. Ausgänge. Diese grauen Kästchen da. Das können zum Beispiel Pins sein, die man dann durchstecken kann in der Platine oder in den Sockel reinstecken kann. Und dann haben wir hier vorne, das hier ist das Plastikgehäuse. Und wir stellen uns vor, hier innen drin sind diese Schaltfunktionen. Hier haben wir 6 Inverter. Also ein Inverter, der macht aus einer 0 eine 1 und aus einer 1 eine 0. Wenn Sie also hier an Pin 1 eine 1 anlegen, kommt am Pin 2 eine 0 raus. Und wenn Sie am Pin 6 eine 1 anlegen, eine 0 anlegen, dann kommt hier am 6 eine 1 raus. Damit das Ding arbeiten kann, müssen wir auch noch Versorgungsspannung anlegen zwischen Stift 7 und Stift 14. Also hier bei Stift 14 5 Volt, hier bei Stift 7 0 Volt. Woher weiß man, wo Stift 1 und Stift 7 und Stift 14 ist? Und da gibt es hier diese Nase und unterhalb der Nase nach rechts wird aufwärts gezählt und dann hier oben in der anderen Richtung aufwärts gezählt. Deshalb ist dann so ein ICs, wenn man sie zum Beispiel in einem alten Radio oder sowas ähnliches oder in einem alten Computer, wenn man den mal aufmacht, da reinschaut und da stecken solche ICs drin, da findet man eben so kleine schwarze Dinger mit silbernen Füßen und da gibt es an irgendeiner Stelle hier so eine Nase oder einen weißen Punkt auf dem schwarzen Plastik und dann weiß man, wo man hier mit dem Zählen anfangen muss. Solche Schaltkreise, Inverter, hier können wir auch uns reinstecken, die muss man dann hier ein bisschen anders verkabeln, auf die Pins drauf, die kann man kaufen und daraus kann man sich zum Beispiel einen Computer zusammenlöten. Sie lächeln, so schwierig ist es nicht. Ja, es wird vielleicht nicht der schnellste aller Computer, aber es ist ein selbstgemachter. Und das hat ja auch was. Ich meine, grundsätzlich gilt ja für Basteln, man muss sich schon ganz schön anstrengen, damit das, was man zu Hause im Keller bastelt, besser wird, als das, was man im Laden kaufen kann. Das gilt auch für Stühle und für Pullis und so weiter, aber trotzdem basteln wir eben mal selber. Wir könnten uns auch einen Computer selber basteln. Hier habe ich einen Schaltkreis mal aufgezeichnet für die Reaktion an der Ampel. Wir stehen mit unserem Auto an der Ampel und da haben wir ein paar Pedale, die Bremse und das Gaspedal. Wir nehmen jetzt mal Automatikauto an. Und wir stehen also da vor der Ampel. Und die Ampel, die hat 3 Lampen. Und so wie es in Deutschland ist, gibt es da ein paar gültige Kombinationen. Die grüne Lampe an und die beiden anderen Lampen aus. Die gelbe Lampe an und die beiden anderen aus. Die rote Lampe an und die beiden anderen aus. Und dann noch als vierte Kombination die rote und die gelbe an. Das macht es übrigens spaßig, die Schaltung. Sonst wäre die ja so ziemlich trivial. Und was wir jetzt bauen wollen hier, ist eine kleine Schaltung, wie wir auf die Ampel reagieren. Hier die 3 Lampen, die ein oder aus sind, auf 0 oder 1 sind. Und hier hinten die Aktoren, wir treten auf das Gaspedal oder wir treten auf die Bremse. Und jetzt müssen wir das hier richtig verdrahten. Wenn die Lampe grün ist, dann wollen wir aufs Gaspedal treten.
Wenn die Lampe rot ist, wollen wir auf die Bremse treten. Wenn die Lampe gelb ist, nur die gelbe Lampe an ist und die beiden anderen nicht an sind, dann wollen wir auch bremsen. Und wenn rot und gelb gleichzeitig an sind, dann wollen wir schon mal Gas geben. Ich weiß, das lernt man, glaube ich, in der Fahrschule anders. Das heißt nur, dass man irgendwie startklar werden soll zum Losfahren. Aber wir wollen gleich mal Gas geben. Und das macht es auch ein bisschen schwierig. Wir können nicht einfach verkabeln rot auf Bremsen, weil es gibt ja einen Fall, da ist rot an und wir wollen trotzdem schon mal losfahren, Gas geben. Und es gibt einen Fall, da ist gelb an und wir wollen nicht bremsen, sondern schon mal Gas geben, nämlich wenn gelb und rot an ist. Und jetzt verkabeln wir mal. Also, wenn es grün ist, dann ist egal, wie die anderen Eingänge sind, wir fahren. Das Fahren, das wird aber auch noch unter einer anderen Bedingung angestoßen. Nämlich, wenn sowohl das Gelb an ist, als auch das Rot an ist, wenn beide an sind, Sie sehen, ich führe das hier oben in den Und rein, wenn Gelb auf 1 ist und Rot auf 1 ist, dann wollen wir hier einen Einser ausgeben und der soll hier bewirken, obwohl das Grün aus ist, dass wir fahren. Jetzt habe ich die einen Teil gemacht. Jetzt können wir aber dummerweise nicht, wir wollen ja nicht Gas geben und bremsen gleichzeitig. Da geht vielleicht die Kupplung oder der Wandler kaputt von der Automatik. Wir wollen also, wenn gelb ist und nicht rot, hier gelb und nicht rot, dann wollen wir bremsen. Und wenn es rot ist und nicht gelb, wollen wir auch bremsen. Also gebremst wird in diesem Fall oder in diesem Fall. Gefahren wird in diesem Fall oder in diesem Fall, dass sowohl gelb als auch rot an ist. Einverstanden? Okay. Also hier haben wir eine einfache Schaltung gebaut mit 4, 5 Gattern, 5 solchen Funktionen, die das Anfahren bzw. Stehenbleiben an der Ampel erledigt bzw. weiterfahren. Wenn das hier ein bisschen komplizierter wird, mehr Abhängigkeiten, wenn wir zum Beispiel noch einbauen würden, dass wir erst noch gucken, ob da Fußgänger unterwegs sind, dann bräuchten wir noch ein paar mehr Gatter. Dann wird die Schaltung komplizierter. Irgendwann wird es ein bisschen anspruchsvoll, dass wir uns das alles so auf dem Papier mit nachverfolgen, wo gehen die Signale lang, überlegen. Und dann müssen wir ein etwas stärkeres Werkzeug benutzen, die Schaltalgebra. Und das ist eine Disziplin der Elektrotechnik bzw. der Informatik, die sich so im Schnittgebiet befindet. Die Mathematik ist da auch noch dabei. Und die Schaltalgebra, da schreiben wir solche Funktionen auf, kompliziertere Art, schreiben wir Gleichungen auf für Teile von der Schaltung und die führen wir dann wieder zusammen, diese Ausgaben von den Teilen, die Resultate von diesen Gleichungen und stecken es wieder in andere Gleichungen rein und so weiter. Wenn man solche Schaltfunktionen aufbaut, da gibt es Rechenregeln dafür, für diese abstrakt geschriebenen Schaltfunktionen. Die kann man mit Algorithmen in Normalform überführen und auf diese Normalform kann man dann auch Algorithmen loslassen, die diese Schaltung minimieren. Das war also was Effizientes rauskriegen. Möglichst wenig Gatter benutzen, um diese Schaltung zu implementieren oder kurze Laufzeiten. Und naja, das muss man dann optimieren und das kann man auch versuchen und moderne Chips werden natürlich schon so aufgebaut, dass die auch formal verifiziert werden. Also man gibt diese Gleichung an, was man haben will und dann gibt es da Werkzeuge, Software, die Schaltung A minimiert und B dafür sorgt, dass die, erstens müssen wir eigentlich herauskriegen, ob sie richtig sind oder zumindest offensichtliche Widersprüche herauskriegen. Wir können nicht unbedingt entscheiden, ob sie richtig sind, aber wir können zumindest von der Software ein paar
Tests durchführen lassen, um sicher zu sein, dass es weniger Fehler gibt oder in der Hoffnung, dass es dann weniger Fehler gibt. Und wir können das dann vielleicht auch noch minimieren. Der Kollege Steinbach hier an unserer, am Institut für Informatik, der beschäftigt sich mit sowas. Die einfachsten Schaltungen, um nochmal kurz das richtige Leben anzuführen, Beispiele aus dem richtigen Leben anzuführen, so eine Und-Schaltung und eine Oder-Schaltung, das kennen wir irgendwie schon. Wir haben eine Klingel im Haus, hier haben wir Stromversorgung, der Klingel Trafo. Hier haben wir die Klingel und dann haben wir an der Tür einen Kontakt und vielleicht an der Gartentür auch noch einen Kontakt. Oder außen am Haus und dann noch an der Wohnungstür oben haben wir auch nochmal so eine kleine Klingel, einen Klingelschalter. Und Oder bedeutet, dass der Stromkreis von der Spannungsversorgung vom Klingeltrafo durch die Klingel mit einem der beiden Kontakte geschlossen werden kann. Also wenn ich hier drauf drücke, klingelt's, und wenn ich hier drauf drücke, klingelt's. Wenn einer von beiden Eingängen A oder B auf 1 steht, dann klingelt die schon. Nennt man, hier ist die Art, wie man das in der Gleichung schreibt. Man nennt das auch logische Summe, Vereinigung, Disjunktion. Die Konjunktion, das ist das und hier sehen wir eine Lampe, hier eine Stromversorgung, und wir müssen beide Schalter schließen, damit die Lampe an ist. Und wenn wir einen der beiden Schalter öffnen, dann ist die Lampe, geht die Lampe aus. Nun gut. Die Schalter, die hat man auch tatsächlich am Anfang der Computerei benutzt. Man hat elektromechanische Schalter genommen. Wenn man hier an diese Schalter noch eine Spule anbaut, ein Relais benutzt, dann kann man mit einem elektrischen Eingang diesen Eingang schließen. Wir können uns vorstellen, dass wir mit solchen Relais, also Spulen mit solchen Schaltern dran, dass wir damit einen Computer bauen können. Der ist nicht so richtig zuverlässig, der Computer, weil ein paar tausend Relais, wenn die da fröhlich arbeiten, also Millionen Schaltvorgänge erledigen nicht fehlerfrei, so ein Relais geht auch schon mal kaputt. Aber den der Konrad Zuse, der Pionier der Informatik in Deutschland gebaut hat, der Z1, das war so ein Relaisrechner. Also man kann auch im Deutschen Museum begucken. Ich glaube, das ist eigentlich ein Nachbau. Oder gibt es da auch einen von den Relais? Doch, also man kann auf jeden Fall, man kann auch einen Originalrechner angucken, der läuft aber nicht mehr. Von so einem zusischen Relaisrechner. Später hat er dann Rechner mit Röhren gebaut. Und in Amerika, die ersten Computer wurden auch mit Röhren aufgebaut. Nachdem man dann 1947 auf die Idee des Transistors hatte, ein Halbleiterschalter, bei dem man mechanisch nichts bewegt und bei dem man auch nicht irgendwie wie bei den Elektronenröhren Spulen und sowas hat, damit hat man dann schon relativ zuverlässige Computer bauen können, weil solche Transistoren Milliarden Schaltvorgänge machen können und sie gehen nicht kaputt. Die Feldeffekttransistoren haben sich als besonders nützlich herausgestellt für die Informatik, um Computer zu bauen. Da haben wir hier zum Beispiel so einen Endkanal-Feldeffekttransistor. Hier unten habe ich auch nochmal eine Zeichnung gemacht, so eine Ideenzeichnung gemacht. Wir haben also hier unten ein Substrat, das ist ein Kristallgitter, in dem sind ein paar Elektronen hier drin zu viel. Ne? Und hier haben wir einen Eingang, Source, und hier haben wir einen Ausgang, Drain. Wenn man hier am Gate eine Spannung anlegt, wenn man das positiv lädt, dann sorgt das dafür, dann saugt diese positive Spannung Elektronen hier in dieses Gebiet hinein, aus dem Substrat. Und wenn sich genügend Elektronen hier angesammelt haben,
dann kann ein Elektronenfluss hier stattfinden. Also hier raus geht einer hier rein und ein Stückchen weiter hüpft der und der hüpft ein Stückchen weiter und der und schließlich kommt hier wieder einer raus, kann hier abgeleitet werden. Wenn man hier eine Spannung anlegt, wird also hier, sagen wir mal, das Kristallgitter genug angereichert mit Elektronen, dass hier eine Ladungsträgerwanderung stattfinden kann von da nach da. Wenn man die Spannung hier wieder wegnimmt, dann gehen die hier wieder unten an ihren eigentlich angestammten Platz im Substrat zurück. Wir haben nicht genügend Elektronen, hier kann keine Spannung, keine Elektronen fließen. Wir haben hier nur Spannung anliegen zwischen Source und Drain. Der Zustand, dass hier also keine Spannung anliegt, dass keine Spannung anliegt, bedeutet, dass hier kein Elektronenfluss stattfindet. Endkanal. Wir haben, wenn wir hier die Spannung von Gate nach Source, wenn wir da eine Spannung anlegen, wenn die steigt, die Spannung, dann fließen hier von Drain nach Source Elektronen und der Strom, der hier fließt, der steigt exponentiell. Mit dem Feld kann man also hier in diesem Drain-Source-Kanal, das ist das, was ich hier rot gemalt habe, mir gehen die Batterien hier allmählich aus, im Drain-Source-Kanal können dann Elektronen fließen. Wenn wir eine Spannung anlegen, wenn wir die wegnehmen, fließt wieder nichts. Ja, können wir auch zuklappen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. So, mit diesen Transistoren hier, das ist ein N-Kanal-Transistor, das ist ein P-Kanal-Transistor, da kann man jetzt, das machen wir auch gleich noch, habe ich noch die Zeit, solche Gatter aufbauen. Als erstes nehmen wir uns mal das NOT vor. Hier unten links, das NOT. Wir legen hier unten 0 Volt an, hier oben 5 Volt, also hier Masse und hier oben 5 Volt von irgendeiner Stromversorgung. Und jetzt legen wir hier das A an, 5 Volt. Was passiert? Dieser Transistor hier leitet, weil das hier so ein N-Kanal-Transistor ist. Also hier liegen 5 Volt, die Spannung Gate hier unten runter, die steigt, hier fließt Strom. Hier können Elektronen fließen. Umgekehrt, das hier ist so ein P-Kanal-Transistor, Feldeffekt-Transistor. Wenn wir hier 5 Volt anlegen, sperrt der hier. Das heißt, von hier nach hier kann kein Strom fließen. Die 5 Volt sind also weggeschaltet und das hier, dieser Ausgang, der liegt auf Ground. Wenn wir jetzt unser Messgerät nehmen und Spannungen messen von da nach da, stellen wir fest, 0 Volt. Wenn wir hier messen, von A hier nach unten runter, stellen wir fest, 5 Volt. Und das bewirkt, hier Spannung anlegen, bewirkt, dass hier keine anliegt. Also aus 1 machen wir 0. Jetzt schauen wir uns den umgekehrten Fall an. Wir legen 0 an. 0 bedeutet, dass der hier nicht leitet. Und dass der hier leitet. Das heißt, die 5 Volt, das Potenzial von hier oben, liegt auch hier an. Wenn wir unser Messgerät zücken, von hier nach hier messen, 5 Volt, von hier nach hier messen, 0 Volt. Übrigens, den hier brauchen wir natürlich, den Transistor, der muss auch sperren, denn sonst würden hier von das hier runterfließen und wir hätten einen schönen Kurzschluss und der Transistor würde nicht lange leiten. Stattdessen vielleicht ein wenig riechen. Also jetzt haben wir die Negation gebaut. Und jetzt möchte ich noch das Mikrofon noch ein bisschen fummeln. So, jetzt möchte ich noch eine NAND basteln. Das NAND, wenn Sie genau hinsehen, finden Sie diese Strukturen hier so ähnlich wieder. Gucken Sie, hier haben wir das
Not von hier links, in dem Bereich. Und ein zweites Not ist eigentlich mit dem hier und mit dem hier. Hier ist der B-Eingang und hier ist der B-Eingang. Jetzt überlegen wir uns, was passiert. Ich schalte das A auf 0 und das B auf 0. Wenn das B auf 0 liegt, dann sperrt der hier. Der sperrt auch. Der hier hat Durchgang. Der hier auch. Wir sehen also, dass die 5 Volt hier anliegen. 0 und 0 gibt 0, negiert gibt 1. Das ist das NAND, zumindest der erste Teil. Jetzt schauen wir mal uns beide an, 1 und 1. 1 und 1 würde bedeuten, A auf A, 1, A ist 1, B ist 1, beide zusammen und ist 1, negiert kommt 0 raus. Das wollen wir jetzt auch hier sehen. Also hier kommt ein Einser an, das haben wir uns schon angeschaut. Dann leitet der hier, hier kommt auch ein Einser an, der leitet. Hier kommt eine 1 an, der leitet auch nicht, weil ein Einser ankommt. Von hier nach hier besteht keine Verbindung, aber von hier nach da oben besteht eine Verbindung. Wir messen hier 0 Volt mit unserem Messgerät. Jetzt gibt es noch den Fall mit 1 und 0. Also sagen wir mal, A ist gleich 0. Dann leitet der hier und der sperrt. Hier liegt also nicht Ground an. Das hier leitet. Wir sehen hier 5 Volt. 1 und 0 gibt 0, negiert gibt 1. Und wenn wir A und B umdrehen, dann leitet der hier und der andere nicht. Hier leitet einer von beiden nicht, also das hier ist gesperrt, die sind hier in Serie, die sind hier parallel und wir haben wieder 5 Volt da anliegen. So, das hier ist eine NAND. Wie kriegen wir jetzt einen UND zusammen? Wer hat einen Vorschlag? An den Ausgang, also ich würde jetzt zum Beispiel an diesen Ausgang hier, an das Nicht-UND, noch so eine Negation dranhängen, nicht, nicht und, gibt und. Einverstanden? Das sind die Regeln der Boolschen Algebra. Der George Boole, der hat vor 150 Jahren oder so ähnlich so eine Algebra mit zwei Zahlen, 0 und 1, entwickelt, wahr und falsch. Die Zeitgenossen haben sich gedacht, was will man eigentlich damit rechnen? Mit 0 und 1, wir haben doch 10 Finger, geht doch viel besser, mit den Zahlen von 0 bis 9 zu rechnen, im Zehnersystem rechnen. Da war, glaube ich, Ihre, der George Boole. Die Mathematiker haben schon verstanden, dass das sinnvoll sein könnte, aber alle anderen haben gemeint, naja, der macht eben was. 100 Jahre später ist es plötzlich interessant geworden. Da sieht man dran, dass man Wissenschaft betreiben sollte, auch wenn es nicht unmittelbare Anwendung gibt. Ja, in der Boolschen Algebra, da werden eben solche Rechenregeln spezifiziert. Ne? A und B negiert entspricht nicht A oder nicht B oder A oder B ist gleich nicht, nicht A und nicht B. Oder hier die zwei Negationen. Ne? Das A und B, das, was ich eben haben wollte, das AND, das ergibt sich aus dem NAND, das ich negiere. Hier, der zweite Strich ist nicht so schön geworden, das muss ich vielleicht nochmal besser zeichnen. Die NANDs und die NORs, also mit Feldeffekttransistoren, das habe ich ja eben Ihnen gezeigt gehabt, wie man einen NAND aus Feldeffekttransistoren zusammenbaut. NANDs lassen sich ganz gut bauen mit solchen Feldeffekttransistoren. Sie haben es ja hier gesehen, mit 4 Stück kriegt man einen NAND zusammen. Das geht insbesondere gut mit unserer CMOS-Technik. Solche Feldeffekttransistoren bauen 4 Stück. In CMOS-Technik kriegt man einen
einen NAND zusammen. Man kann auch aus einem NAND einen Inverter machen, indem man einfach die beiden Eingänge zusammenlegt. Und hier einen UND aus zwei NANDs bauen. Hier ist das erste NAND, hier das NAND, was wir als Inverter benutzen, also einen AND, kostet uns 8 Transistoren auf diese Weise. Und wenn wir den George Boole bemühen, dann kriegen wir auch einen Oder zusammen, hier aus dem da, wenn man die Eingänge negiert, jetzt müssen wir hier noch jeweils Inverter vor die Eingänge schalten und schon haben wir auch die normale Oder-Schaltung, so wie wir es gerne hätten. Da würden wir dann hier zum Beispiel 12 Transistoren für so ein Oder verwenden. Oder wir bauen einen NOR und machen damit einen Oder. Diese Gatter, die sowas machen, die kann man jetzt zusammen integrieren auf dem Chip mit vielen davon, 8 oder 6 oder 4. Und zum Beispiel 6 Inverter auf dem 7404 oder auf dem 7400-Chip, 4 NAND-Gatter, 7402, 4 NOR-Gatter, 7420, das sind 2 NAND-Gatter mit jeweils 4 Eingängen. Da gibt es 150, 200 verschiedene von diesen Standardtypen. Und da kann man im Internet, Mail-Order-Katalog, kann man sich dann solche NANDs, 4 Stück, in dem 7400-Chip für ein paar Cent kaufen. Und die kann man zusammenstecken. Das werden wir uns noch anschauen, wie man die zusammensteckt. Und dann kommen wir zu einem Computer. Und wir werden uns die Grundkomponenten anschauen. Wir werden sehen, wie man aus UND-Gattern oder aus UND-Gattern oder Gatter was baut, was addieren kann. Wir werden sehen, wie man aus Oder-Gattern was baut, was speichern kann. Und das war jetzt schon der erste Schritt, ne, der wichtige Schritt. Wir bauen was, was addieren kann. Weil wir auch negieren können, können wir dann eben auch subtrahieren. Das haben wir ja ganz am Anfang der Vorlesung im Oktober gesehen. Wenn wir addieren können, können wir auch subtrahieren. Wenn wir addieren und negieren können. Wir müssen also jetzt als nächstes, und das ist das Programm für den nächsten Dienstag, wir müssen uns was bauen, was addieren kann. Wenn wir noch was haben, was speichern kann, dann haben wir schon alle Grundkomponenten, um einen Computer zu bauen. Und multiplizieren, haben wir ja auch schon gesehen, ist eigentlich nichts als addieren und noch ein bisschen was shiften. Und über dieses bisschen was das Shiften werden wir beim nächsten Mal auch sprechen. Und dann sind wir schon da, dass wir uns zumindest gedanklich einen Computer bauen können und vielleicht sogar mit ordentlich Papier zeichnen können. Und wenn wir dann noch diese Bausteine kaufen, diese hier und einen Lötkolben und ein bisschen Draht, dann könnten wir auch irgendwie so einen Kugelcomputer bauen, ne? Einen Haufen Chips und irgendwie wild die Drähte dazwischendurch verlegt. Schaltungen anschauen, wie man denn bestimmte Komponenten, Speicher, ein Rechenwerk zusammenbauen kann. Ich wünsche eine angenehme Woche und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder um 9:15 Uhr hier. Auf Wiedersehen.